Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer, mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland. Insel mit zwei Bergen und dem Fotoatelier. In den letzten macht man Bilder auf den ersten Dolieu. Diese Breiten, diese Tiefen, diese Höhen sind bekannt. Und man spricht von dem Motiv auf dem schönen Lummerland. Ja, grüezi und herzlich willkommen zu der Medienkonferenz vom Zürcher Verkehrsverbund und der SBB. Mein Name ist Thomas Hallenberger, aber Sie sind nicht wegen mir da, sondern wegen diesen beiden Personen. Janine Bio, Leiterin Personenverkehr SBB und Franz Kagerbauer, Direktor ZVV. Sie haben die Einladung gelesen, heute ist noch nicht der Geburtstag vom ZVV und der Zürcher S-Bahn, der ist dann am 27. Mai. Aber wir haben Sie trotzdem schon eingeladen, weil der Geburtstag wird ab heute in der Öffentlichkeit sichtbar sein. Und darum haben wir gefunden, wenn wir die Medien darüber informieren. Sie sehen hier die Loki Silbrig, 25 Jahre. Die kommt später ins Spiel. Jetzt möchte ich das Wort direkt an Franz Kagerbauer übergeben und er wird Ihnen etwas über den ZVV erzählen. Wenn man vor allem Anfang an seit der Gründung bei einem Unternehmen dabei ist, dann merkt man nicht mehr, wie die Zeit eigentlich schnell, wie sie sogar rasend vergeht. Im Nu sind die ersten 10 Jahre vorbei. Man jubiliert, man schenkt sich ein neues Logo. Und kaum macht man sich wieder an die Arbeit, sind die nächsten 25 respektive 15 Jahre durch. Man feiert das 25. Jubiläum und man steht vor einer Schar Gäste, Medienleute. So geht es mir heute, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Medienschaffende, liebe Janine Bio, geschätzte Gäste. Heute würde man sagen, dass der ZVV 1990 ein Start-up-Unternehmen war. Die Wurzeln gehen aber noch ein bisschen weiter zurück bei uns als in den 90er Jahren. Sie gehen eigentlich tief in die 80er Jahre zurück. Sicher ein Meilenstein war 1981 gewesen, die Volksabstimmung zum Ausbau von der Zürcher S-Bahn. Zürcherinnen und Zürcher haben die Vorlage mit grossem Mehr angenommen. Man hat im Kanton Zürich Aufbruchstimmung gespürt. Man hat so richtig das Gefühl gehabt, es muss jetzt da etwas laufen. Man hat ja schon 2 U-Bahn-Abstimmungen gehabt, wo man da in Zürich nicht hat wollen. Der Kanton Zürich hat in der Folge gegen 1 Milliarde Franken in das System investiert. So die prominentesten Ausbauten war damals der neue Bahnhof Museumstrasse, dann 2 Tunnels, der Zürichbergtunnel und der Hirschengrabentunnel. Dann wurde investiert worden in fast 80 Bahnhöfe, der prominenteste unter diesem Bahnhof sicher der Stadelhofen. Immer ein bisschen in Vergessenheit geraten die Zieltalbahn und die Uetlibergbahn. Dort ist im 90er auch die Verlängerung bis in den Hauptbahnhof eingeweiht worden. Kann man heute sich schon fast nicht mehr vorstellen, dass früher der Endhalt im Seelendau war von beiden Bahnen. Man hat aber damals, das waren clevere Köpfe da in den 80er Jahren, man hat nicht nur jetzt einfach den die S-Bahn wollen ausbauen, sondern man hat mehr wollen. Vielleicht da und dort auch ein bisschen nach deutschem Vorbild. Verkehrsverbünde sind im Deutschen schon gang und gäbe sie. Man hat den Tarifdschungel, der geherrscht hat, hat man wollen aufräumen. Eingeführt worden sind dann Zonen statt Strecken.
Der Slogan im 88, der darüber abgestimmt worden ist, geheissen: Ein Billett für den ganzen Kanton. Auch die Finanzierung, etwas ganz Wichtiges in unserem Geschäft, ist damals neu geregelt worden. Man hat wollen öffentlichen Verkehr aus einem Guss, aus einer Hand. Damit war eigentlich die Geburtsstunde des ZVV. Die Zürcher S-Bahn und der ZVV waren Premiere, nicht nur hier in Zürich, in diesem Land, in unserer Schweiz. Das hat Menschen im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung gebracht. Es hat damals sogar zivile Ungehorsam gegeben, weil, kann man sich heute schon fast nicht mehr vorstellen, weil es Läden gegeben hat, die am 27. Mai, dort war der Start im 90, weil die ihre Läden aufgetan haben. Und das gegen die Ausdrücke, gegen das ausdrückliche Verbot vom Stadtrat von Zürich, mit Strafandrohung damals noch. Wie es ausgegangen ist, weiss sie nicht. Das können Sie ja dann vielleicht im Nachgang noch recherchieren. Augenfällig damals war aber vor allem auch das Rollmaterial. Es sind im 90er erstmals Doppelstockkompositionen, wie Sie hier sehen, in Betrieb genommen wurden. Man hat so landläufig gemeint, ja, dann sei das System einfach gefahren. 12. Ganze 12 Kompositionen sind im 90 auf der S5 eingesetzt worden. Alles andere ist erst sukzessive nach dies nachgekommen. 12 im 90, heute sind es über 200 Kompositionen, die die SBB für die S-Bahn einsetzt. Aller Bescheidenheit, und das steht uns im öffentlichen Verkehr an. Darf ich glaub, gleich sagen, dass der 27. Mai 1990 ein Meilenstein in der Geschichte des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz war. Er war der Startschuss für eine rasante Entwicklung, die wir in diesem Ausmaß nicht vorgesehen hat, nicht hat können voraussehen. Mittlerweile sind wir fast bei einer Verdreifachung von der Fahrgastzahlen auf der S-Bahn. Wenn man das damals gewusst hätte, wie sich das entwickelt, hätte man wahrscheinlich den Stadelhofen vor allem Anfang an auf 4 Gleise ausbauen. Und man hätte heute Sorge weniger in der künftigen Bahninfrastrukturausbau hier in Zürich. Aber nicht nur die S-Bahn, auch das Tram, Bus hier in der Stadt Zürich, der Regionalbus vor allem, auch das Schiff auf dem See, die haben alle eine enorme Entwicklung durchgemacht, Fahrgastentwicklung in den letzten 25 Jahren. Mittlerweile sind über 600 Millionen Fahrgäste jährlich im System bei den Verkehrsunternehmungen unterwegs. Der öffentliche Verkehr im ZVV funktioniert seit 25 Jahren so gut, weil all ihre Teil dazu beitragen. Nebst den vielen Fahrgästen, die tagtäglich das System benutzen, sind es vor allem die 50 Verkehrsunternehmungen. 50 Verkehrsunternehmungen mit ihren fast 10'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tagtäglich für einen reibungslosen Betrieb sorgen. Natürlich funktioniert es nicht immer. Wir haben schon Pannenserien gehabt, aber Sie können mir glauben, es sind alle wie verrückt dahinter, dass das System bestens funktioniert. Man pflegt, ich glaube, das darf ich auch sagen, vergleichsweise einen guten Standard hier im ZVV. Eine ganz wichtige Rolle in unserem Geschäft spielt Politik. Politik auf der Stufe Gemeinde, Kanton, aber auch Bund. Wir dürfen mit Recht
ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz darauf, dass man im Kanton Zürich von der Politik immer die Unterstützung, die volle Unterstützung gehabt haben. Erstens, um den Betrieb überhaupt aufrechtzuerhalten. Meine Damen und Herren, der ZVV kostet Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in den letzten 25 Jahren pro Jahr irgendeinen Betrag zwischen 250 und 350 Millionen Franken. Das ist viel Geld. Das haben wir in der Regel die letzten 25 Jahre schlank bei den Gemeinden und auch beim Kanton können refinanzieren. In Sachen Ausbau, da braucht es ja auch Politik. In Sachen Ausbau möchte ich nur stellvertretend ein paar Grossprojekte erwähnen. Glattalbahn, Tram Zürich West, im letzten Herbst darüber abgestimmt wurde, Tramverbindung Hartbrück. Dann aber auch die vielen, mittlerweile vierten Teilergänzungen von der Zürcher S-Bahn. Und zu guter Letzt, mein Liebkind war mal ein Sorgenkind, die hat man dann immer besonders gern, Durchmesserlinie, die wir im letzten Sommer ja können, im Betrieb nehmen. All die Projektausbauten, die haben Abstimmungen hinter sich, Volksabstimmungen. Und da muss sich den Zürcherinnen und Zürcher ein Kränzchen winden. Man kann nicht genug betonen, dass wir über all die Jahre, schon Jahrzehnte, die Unterstützung gehabt haben, wenn es um Kreditbeschlüsse für die Ausbauten gegangen sind. Ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft werden haben. Das ist so ein kleiner Geburtstagswunsch, den ich persönlich habe, damit wir auch das System weiter können ausbauen können. Das ist schließlich und endlich unsere wichtigste Aufgabe. Wo wir uns mit der SBB Gedanken gemacht haben, unter was für ein Motto wir unser gemeinsames Jubiläum möchten stellen, ist schnell einmal klar gewesen. Wir möchten das Jubiläum mit all denen feiern, die einen Teil zu diesem Erfolg beigetragen haben. Und dann ist es schlussendlich logisch gewesen, wie wir zu dem Logo gekommen sind. Möchte ich schon ihn bitten, dass wir das miteinander versuchen zu enthüllen. Fotos machen oder eben filmen, das Podest kommt noch schnell weg. Sie können sich ein bisschen näher anbauen, wenn Sie noch wollen. Und ein bisschen nach da heben und ein bisschen nach vorne ziehen. Genau. Moment. Sonst hätten wir jetzt müssen in den See reinrennen, ist aber noch zu kalt im Moment, gell? Jetzt haben wir es dann. Schau mal, jetzt. Da steht er noch ein bisschen. Genau. Ui. Sehr schön. Fertig sein. Du willst noch zwei, drei Worte fertig sagen. Wir können Fotos nachher auch noch machen mit den beiden Exponenten. Wir würden das gerne das Rednerpult wieder reinschieben lassen, damit wir noch die beiden Reden können über die Bühne bringen. Danke vielmals. Wir gratulieren uns allen zu 25 Jahren ZVV. Wir klopfen uns damit nicht in Selbstbeweihräucherung auf die eigenen Schultern. Nein, im Gegenteil. Wir möchten damit zu unserem Geburtstag gratulieren, unseren Fahrgästen, all unseren Mitarbeitenden, allen Politikerinnen und Politikern, allen Behörden
schlussendlich aber allen Zürcherinnen und Zürcher. Dazu gehören schlussendlich auch Sie, liebe Medienschaffende. Sie verleihen unseren Anliegen Gehör, manchmal wohlwollend, manchmal durchaus auch kritisch. Ich möchte aber meinen, immer fair und ausgewogen. Unsere Botschaft, die wir hier enthüllt haben, die sieht man jetzt dann auf der S-Bahn. Man sieht sie auf einem Tram, man sieht sie auf mehreren Bussen, man sieht sie auf dem Schiff und auf der Luftseilbahn von Adliswil auf Felsenippuhe. Wie es so ist an einem Geburtstag, da gehören auch ein bisschen Geschenke, ein Geschenk mindestens dazu. Das soll ein Geschenk sein für alle. Am 31. Mai von diesem Jahr ist ein Sonntag. Könnt alle zusammen im ZVV auf allen öffentlichen Verkehrsmitteln gratis fahren. Sei das für einen Ausflug, sei das für einen Verwandtenbesuch, für einen Familienbesuch, sei das einfach spaßeshalber oder das System auszuprobieren, wenn man es nicht kennt. Es soll allen soll's offen stehen. Auch zur Nacht sind wir zuschlagsfrei unterwegs, dank dem Engagement von der Zürcher Kantonalbank ZKB. Bevor ich jetzt das Wort der Janine Pio übergebe, möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen, und zwar allen Beteiligten, die sich in irgendeiner Form in der ZVV engagiert haben. Wir laden Sie herzlich ein, den Geburtstag mit uns zu feiern. Janine, darf ich dich bitten? Danke. Lieber Franz Kagenbauer, liebe Medienschaffende, liebe Gäste. Es freut mich natürlich außerordentlich, Sie alle hier so quasi vor meiner Haustür dürfen zu begrüßen. Ich wohne nicht sehr weit von hier. Bahnhof Tiefenbrunnen, das ist, wo ich jeden Tag durchfahre, wenn ich mich auf den Weg durch die Schweiz mache. Vom Zürcher ÖV-Virus lassen sich andere nur zu gerne anstecken. Das ist einer von diesen Sprüchen, die ich sehr häufig höre, weil im ÖV von der Schweiz ist die Zürcher S-Bahn, aber überhaupt das System, das in Zürich im Betrieb ist, ein grosses Vorbild. Sehr häufig hören wir von anderen Kantonen, wir hätten gerne etwas genau so, wie das Zürich funktioniert, könnt ihr das nicht für uns organisieren? Und ich glaube, ihr habt jetzt alle gehört von Franz, was es alles braucht, damit man überhaupt so weit kommt. Es braucht nicht nur Stimmbürger, die der Meinung sind, jawohl, das braucht es auch. Es braucht auch einen Kanton, Städte und Gemeinden, die mit dabei sind, um so ein ÖV-System dann wirklich in dieser Art und Weise herzustellen. Mit der Zürcher S-Bahn ist der Bahnknoten in Zürich, der eine nationale Bedeutung hat, natürlich einfach sehr, sehr komplett. Wenn ich von nationaler Bedeutung rede, dann ist es immer wieder das, wo man sieht, dass wir in Zürich eigentlich ein S-Bahn-Netz haben, das zu 100% ausgelastet ist. Das heisst, wenn die Leute uns schreiben und sagen, ja, man könnte jetzt doch noch dort und dort noch einen zusätzlichen Zug einschieben, dann sieht das aus der Betrachtung von dem, der im Zug sitzt, eigentlich schon als möglich aus. Aber wenn man schaut, wie in diesem Knoten alles durchgeht und vielleicht auch mal am Bahnhof Stadelhofen steht und ein bisschen schaut, was da alles einfährt und wieder wegfährt, dann merkt man, dass es da natürlich schon das eine oder andere gibt, wo am Maximum von der Auslastung angekommen ist. Die erste Fahrt vor 25 Jahren war ein Meilenstein gewesen und wir haben seitdem natürlich einen Haufen Meilensteine feiern können. Wir haben es vorher gehört, es sind immer wieder Bauwerke, die sehr, sehr lange im Voraus geplant werden müssen, dass man nachher solche Bauwerke dann auch in Betrieb nehmen kann. Wenn man eine Durchmesserlinie anschaut, dann ist es doch einige Jahre gegangen, nicht nur, bis man entschieden hat, das zu machen, sondern nachher natürlich auch das zu bauen. Die Nachfrage hat sich verdreifacht, das hat der Franz Kagenbauer schon gesagt. Das sind 450'000 Passagiere, die täglich eigentlich mit der S-Bahn unterwegs sind. Und da ist es kein Wunder, dass es ab und zu natürlich auch mal der eine oder andere gibt, der in der Hauptverkehrszeit steht und sagt, jetzt habe ich also schon wieder nicht irgendwie
einen Platz gefunden, respektive es war halt schon wieder voll gewesen, bis zum Hauptbahnhof Zürich. Und erst dort konnte ich dann natürlich entsprechend meinen Platz finden. Das Verteilen auf die verschiedenen Zeiten ist etwas, was die grösste Herausforderung ist, auch bei der S-Bahn, weil in der Nebenverkehrszeit oder eben auch am Abend kann es durchaus auch mal sein, dass man auch noch Platz nebendran hat, um seine Sachen draufzustellen oder eben auch etwas anderes zu machen. Wenn wir es von der SBB her anschauen, dann sind es bei uns um die 7'000 Angestellte, die das komplexe Netz von der S-Bahn Zürich am Laufen halten. Das sind nicht nur die Leute, die selber vorne innen im Führerstand sitzen, sondern das sind auch die Leute, die für die ganze Wartung und Instandhaltung verantwortlich sind. Das sind die, die schauen, dass alle Bahnhöfe laufen, dass man auch das ein oder andere Ticket kann kaufen, aber auch, dass der Automat eben funktioniert, wenn er dann eigentlich sollte funktionieren. Ich habe mir ein paar Zahlen aufgeschrieben. Es sind 380 km Strecke, es sind 1410 Zugverbindungen, die täglich gefahren werden, und es sind, wie der Franz gesagt hat, 210 Zugskompositionen. Zu diesem Geburtstag werden wir auch am 13. Juni in Oberwinterthur in der Instandhaltungsanlage einen Tag von der offenen Tür machen, wo man sich dann durchaus auch mal Zeit nehmen kann, zu schauen, was denn so unter einer S-Bahn alles passiert und was es dort alles hat, damit das funktioniert. Dort werden wir schauen, dass wir zeigen können, in einem Tag von der offenen Tür, was es alles braucht, um eben unser sogenanntes Rollmaterial, sprich unsere Zeuge, am Laufen zu halten. Franz hat es gesagt vorher, die Zürcher S-Bahn hat die ersten doppelstöckigen Zeuge eingesetzt. Erst später sind die sogenannten IC 2000 gekommen, die heute der Lieblingszug der Schweizer ist, der nachher auch entsprechend im Fernverkehrsnetz oben und unten angeboten haben. Es hat schon Studien dazu gegeben, welche Leute lieber oben sitzen und welche lieber unten. Und das kann man jetzt auch wieder recherchieren. Es ist gesagt worden, dass oben die sitzen, die ein bisschen extrovertierter sind und unten die anderen. Ich glaube, bei der S-Bahn ist das etwas, das man noch mal ein bisschen überdenken muss, weil unten stehen ja sehr häufig die oder sitzen die, die schnell ein- und auch schnell wieder aussteigen. Aber es ist interessant, dass doppelstöckige Züge dazu anregen, solche Studien überhaupt zu machen. Und ich glaube, da ist Zürich auch prädestiniert dafür. Seit 2002 gibt es auch eine Nacht-S-Bahn in Zürich. Da war Zürich auch in der Vorreiter. Hat natürlich damit zu tun, dass die ganze Ausgehszene, die sogenannte 24-Stunden-Gesellschaft, hier natürlich zuerst eigentlich ihren Anfang genommen hat. Aber glauben Sie mir, ich habe vor 2 Wochen eine Nacht in Genf zugebracht. Und ich muss Ihnen sagen, die sind also auch schon ziemlich gut unterwegs, was 24-Stunden-Gesellschaft betrifft. Also auch ein Virus, der von Zürich auf den Rest von der Schweiz natürlich übergriffen hat. Die S-Bahn ist somit auch ein Symbol für Zürich. Seit der Einführung 1990 ist einiges passiert. Ich muss Ihnen sagen, 1990 ist für mich ein wichtiges Datum, da habe ich nämlich mein Studium abgeschlossen. Seitdem ist auch einiges passiert. Aber die Zürcher S-Bahn, dort hat es fast noch mehr Meilensteine, die passiert sind. Stetige Erweiterung hat eigentlich dazu geführt, dass der Fahrplan immer mehr hat können angereichert werden, dass man auch immer mehr sogenannte neue Linien und neue Kürze hat können in Betrieb nehmen. Was wir haben, ist, wir haben Rollmaterial im Einsatz, das zum Teil natürlich auch schon eben seit 1990 im Einsatz ist. Und wenn der eine oder andere jetzt rechnet, klar, 25 Jahre Jubiläum, die Züge sind 25 Jahre alt. Jetzt könnten Sie mir sagen, ja, aber ein Auto fährt man ja nicht 25 Jahre. Ein Zug eben schon. Der wird 30 bis 40 Jahre eingesetzt. Hat nicht nur damit zu tun, dass so eine Zugskomposition natürlich auch ordentlich kostet, sondern hat auch damit zu tun, dass die eigentlich fast ein bisschen für die Ewigkeit gemacht sind. Was aber wichtig ist, ist, dass man sich ab und zu auch überlegt, wie man so eine Zugskomposition an neuere Bedürfnisse anpasst. Zum Beispiel ein Behindertengleichstellungsgesetz, das in Kraft gesetzt wird, heisst, dass wir die Züge mit entsprechenden Niederflurabteilen ausstatten. Und von 1990 war eigentlich noch niemand mit dem Handy unterwegs gewesen. Da hat also auch niemand im Zug telefonieren. Heute versuchen wir, die Züge mit moderneren Bittern so auszustatten, dass das Telefonieren oder eben auch eine Verbindung haben, was heute fast wichtiger ist, eben auch eine bessere Bedeutung kriegt. Auch wenn das natürlich noch einige Zeit geht, bis man das flächendeckend auch entsprechend gemacht hat. Kundeninformationssysteme sind etwas Weiteres, das dazugekommen ist.
dass man nämlich, wenn man im Zug sitzt, immer genau weiss, was kommt als nächstes, wo bin ich hergekommen, etc. etc. Sie sehen, das sind alles Sachen, die wir heute als selbstverständlich nehmen, die 1990 aber noch nicht in diesen S-Bahnen inne gsi sind. Kommt noch dazu, klimatisiert sind dort auch noch nicht so viele Züge. Heute komme ich Briefe über von Leuten, die sagen, es ist ein Skandal und gesundheitsschädigend, wenn wir noch Züge auf dem Netz haben, die keine Klimaanlage haben. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Solche Bedürfnisse sind natürlich in den letzten 25 Jahren auch entstanden. Ein wichtiger Meilenstein für uns war nicht nur die Durchmesserlinie, die wir eröffnet haben das letzte Jahr, sondern auch der Bahnhof Löwenstrasse. Der war die Voraussetzung dazu, dass man nach der kompletten Inbetriebnahme zahlreiche Optimierungen und auch Ergänzungen im Fahrplan machen kann. Dass das möglich wird, dafür braucht es immer die eine oder andere Baustelle, respektive Sachen, die man anpassen muss. Und unsere Leistungen werden natürlich dann auch gemessen. Ihr könnt das immer wieder lesen, jedes Jahr. Sind wir pünktlich gewesen, sind wir nicht pünktlich gewesen. Wenn wir das Jahr 2013 nehmen, wo wir im Prinzip auf der einen Seite ganz einen Haufen Baustellen hatten und wollten vollen Baubetrieb haben, bei vollem Betrieb, dann haben wir gemerkt, so ganz gut hat das dann nicht funktioniert und da haben wir in der Pünktlichkeit einen echten Taucher müssen in Kauf nehmen. In dem letzten Jahr ist es wieder besser gelaufen, die Durchmesserlinie ist eröffnet worden und das Unwort Stellwerkstörungswort vom Jahr 2013 ist wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich muss Ihnen sagen, wir sind natürlich froh gewesen, dass er jetzt heute natürlich einfach Pünktlichkeit wieder sich dem annähert, was wir uns eigentlich auch als Ziel gesetzt haben. Bis ins Jahr 2030 haben wir aber zusammen noch einen Haufen Herausforderungen. 39% mehr Passagiere werden uns prognostiziert. 39% mehr. Das heisst, wir müssen nicht nur dafür sorgen, dass es natürlich auch mehr Sitzplätze gibt, weil sonst haben wir dann wieder das Problem, dass die Leute sich darüber beklagen, dass es halt eben mühsam ist, eine Viertelstunde zu stehen, sondern wir müssen auch Kapazitäten ausbauen im Netz. Und der Franz hat das vorher erwähnt. Das heisst, es wird halt wieder der eine oder andere Ausbau geben. Es wird wieder Baustellen geben. Wir werden wieder die Erwartung haben von unseren Kundinnen und Kunden, dass natürlich Vollbetrieb ist, dass jede S-Bahn fährt, aber trotzdem die Baustellen können erledigt werden. Das wird eine Herausforderung sein für uns beide, dass wir das so herkriegen, dass es möglichst wenig Unterbrüche oder auch Ausfälle wird geben. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, die SBB ist extrem stolz und ich persönlich auch, dass wir für den ZVV seit 25 Jahren dürfen leisten. Die perfekte Koordination, die der ZVV leistet, auch dass zwischen S-Bahn, Tram und Bus alles funktioniert und perfekt abgestimmt ist, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Und wir können das Modell eigentlich auch austragen und das in anderen Regionen von der Schweiz entsprechend verankern. Nicht nur in der Schweiz, auch im Ausland schaut man sehr neidisch auf uns, wie das funktioniert und wie das koordiniert hier gemacht wird. Eine Transportkette, die man von Tür zu Tür eigentlich so machen kann, wie man das im Kanton Zürich und im ZVV-Gebiet sich gewöhnt ist, das ist ein Vorbild, wo andere in der Welt schauen können, wie wir das machen. Wir gratulieren uns. Es kommt natürlich gerade die S-Bahn, das ist klar. S7. Uns und dem ZVV natürlich zu diesen 25 Jahren. Und wir wünschen uns natürlich weitere 25 Jahre tolle Leistung miteinander. Und ich hoffe, dass wir das miteinander können bewältigen können. Ganz herzlichen Dank, dass ihr alle hierher gekommen seid. Sie haben es vielleicht schon gesehen, wir haben nicht nur eine S-Bahn enthüllt, schräg dahinten steht auch noch ein Bus von der Verkehrsbetrieb Glattal VBG. Der ist auch im Jubiläumsdesign branded und in ein paar Minuten werden wir auch noch ein Tram hier einfahren sehen, das ebenfalls silbrig unterwegs ist. Ja, jetzt möchte ich Sie gleich schnell noch bitten, hier rüberzukommen, weil wir haben, bevor wir das Jubiläumsmotto da gewählt haben und Ihnen jetzt vorgestellt haben, haben wir das auch noch einem ausgewiesenen ÖV-Experten gezeigt, dem Sänger Leo Wundergut. Und ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, was er aus dem Jubiläumsmotto gemacht hat. Sie müssen sich hier umdrehen und auf dem Bildschirm schnell drauf schauen. Er hat auch noch eine kleine Grußbotschaft.
Wir gratulieren uns allen. Was heisst das genau? Ja, ich meine, wir sind ja irgendwie alle ZVV. Wir fahren damit, wir zahlen Steuern. So einfach ist das. Verstanden? Ich bin sicher auch kein Lappi. Ich nehm's Schiff von da nach Rappi. Der neune Pass, der gilt da glaub auch. Auch wenn's anfängt ein bisschen wanken, möchte ich euch doch allen danken. Wir sind alle ZVV. Begriffen! Telefon. Wählt man nur die richtige Nummer, klappt auch die Verbindung schon. Hallo, hier ist falsch verbunden. Wollen Sie sich jetzt beschweren? Nein, warum? Das kann passieren. Also dann, auf Wiederhören! Zwei Bergen und der Laden von Frau Waas. Hustenbonbons, alles Kleber, Regenschirme, Leberkas, Körbe, Hüte, Lampen, Bürste, Blumenkohl und Fensterglas, Lederhosen, Kuckucksuhren und noch dies und dann noch das.